choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. In der letzten Folge haben wir noch weiter hier die Story weitergespielt von Pinakuni, ne? Lebe wohl, Pinakuni, ne? Und jetzt haben wir wieder die Kontrolle über Glühwürmchen, welche ja auch diesen luxuriösen Kreuzer ja betreten hat, ne? Um sich mit Jay zu treffen, ne? Was? Okay, ich dachte, da stand Zerren. Und ja, wir... Lass mich mal zu den Origami-Vögeln gehen. Kann ich da hin, ohne ja die Dings zu triggern? Ne, da müssen wir nach oben, ne? Waren wir doch gar nicht. Lass mal. Ne, da unten müssen wir hin. Ne, da oben müssen wir. Warum wird mir das angezeigt? Was? Was? Keine Ahnung. So, ja, wir sind jetzt hier mit Glühwürmchen unterwegs. Letzte Folge haben wir gesehen, wie genau unser Hauptcharakter liegt hier. Steht hier. Wir dürfen uns nicht nähern, ne, weil ich keine Ahnung. Und ja, wir haben gesehen, wie Jade und Topaz mit Otti hier, diesen alten Mann hier, den Ottilie geredet haben, ne? Und wir haben ein tiefgründiges Gespräch über Aktien und Börsen beobachtet, was natürlich voll super interessant war, ne? Wir haben unser eigenes Getränk hier gemischt davor. Und jetzt sehen wir hier mit Glühwürmchen unterwegs und gucken mal, was hier so abgeht, ne? Und was wir hier so machen. Warum wird mir jetzt hier gezeigt, dass hier ein Vogel ist? Warum wird mir das angezeigt? Weil ich das gerade angetippt habe auf der Karte. Warte mal, jetzt irgendwie ein Dings. So. Ich wollte irgendwie herausfinden, ob man mit denen reden kann. Irgendwie, sie hat die ganze Zeit so Kommentare hinterlassen, so, oh, ich kann nicht hören. Du hast ein leises Geräusch von irgendwo. Es hört sich an wie zwischen eines Fuß oder eine Einbildung aus deinem Unterbewusstsein. Du schaust nach unten und wie erwartet ist dort nichts. Ich meine, gibt es in der Traumstadt ja auch keine echten Vögel. Stimmt, sie kann sie also echt nicht hören. Ja, ist ja cool. Dann haben die extra die Dialoge geändert für den Fall, dass jemand anders außer der Hauptcharakter die Vögel sehen kann. Ich wusste gar nicht, dass man die nur mit dem Hauptcharakter sehen kann. Ich habe schon gewundert, warum da die ganze Zeit. Ich glaube, bei Jade war das auch so, ne? War da was? Ich habe mich schon gewundert irgendwie. Ja, es gibt andere Dialoge, je nachdem, mit wem man die Vögel findet. Cool. Das habe ich nicht gewusst. So, jetzt komme ich von der anderen Seite hier. So. So, was haben wir denn hier? Ey, yo, was geht? Pawnshop Hisui, Kichosekigo-Shiten e yōkoso. お嬢さん、お名前は？私のことはサミエルって呼んで。いや、だってデックナームフォンやね。素敵な名前ね。それでなんかサミエル。なんかメニカナーム。ほら。俺久しぶりだけど、だいぶネイトラルなナーム。私は行きたいの。その願いが叶うなら 自分のすべてを担保に入れたって構わない。自分のすべて？うん、すべて。サミエルさん、悪いけど帰ってもらえるかしら。あなたは質屋の定義を十分に理解してないみたいだから。どういう意味？文字通りの意味よ。 あなたから強い生存欲が感じられる。わお。それは炎のように激しく強烈で、とてもじゃないけれど、あなたがそれと同等の価値のあるものを差し出せるとは思えない。そっか。やっぱり七草で願いを叶えてくれる質屋なんてただのインチキだったんだ。 厳しい非難ね。あなたが理解できないのも無理はないわ。でも大丈夫。
これから私がはっきりと理解させてあげるから、この人たちに会いに行きなさい。彼らは私の質屋に来たことがあるの。彼らの願いが叶ったのかどうか、自分の目で確かめてみるといいわ。終わったらここに戻ってきてちょうだい。そしたら質屋の。Oh, diesen harten Burn reden ja, den sie gerade gesagt hat. Oh, du willst alles dafür geben, aber dein Leben ist nicht so viel. Du hast nichts, was so viel wert ist wie dein Leben. Nee, warte mal, ist das nicht ein Kompliment dann eigentlich? Sie hatte nichts von gleichem Wert wie ihr Leben. Ich habe irgendwie andersrum verstanden, aber stimmt ja. So. Was machen die beiden da vorne? Do, re, ni, si, yo, u, ka, na. Ta, n, ko, u, no, yu, u, to, o, ri. Katte ni kotoba o kaeru na. Ima wa taimingu ga warui kamo. Gomen ne. Ato de jikan ga attara koe o kakeru kara. Warte mal, ich hab ne Idee. Wie sieht das aus? Nein! Schade. Ich finde so gut, dass der Charakter hier, der Hauptcharakter, so einen Charakter hatte. Ist so ein, weiß gar nicht, wie man den irgendwie, wie man sowas nennen würde. Ja, so, so quirky irgendwie. Echt. Und so muss man sich die ganzen unmarkierten Nebenquests hier vorstellen. Das sind nur solche Sachen. Alter, kannst du mal aufhören, die ganzen Kisten kaputt zu machen? Weißt du eigentlich, wie lange es dauert, hier mal wieder einen von denen aufzubauen? Ich dachte, die spawnen die ganze Zeit. Nein, da tut jemand hier immer fleißig sich hinstellen und die platzieren. Das ist eine Heidenarbeit. Upsala. All or nothing. What? Was passiert da gerade? Origami Vögel Matching ist eine 3-Gewinn-Spiel, bei dem die innerhalb einer folgenden Zahl an Schritten Früchten eliminieren muss, um die Kampfkraft deiner Vögel zu erhöhen. Am Ende der Runde wird der verursachte Schaden basierend auf der Differenz von Kampfkraft berechnet. Du gewinnst, wenn die LP deines Gegners auf 0 sinken. Oder ist hier, wie nennt man das, Candy Crushen? Ne? Also ja, Candy Crush, ne? Verbleibende Schritte, okay, oh Gott. Diese hier sind am Blinken. Ja. Diese hier sind auch am Blinken. Na, guck mal hier. Wenn man so endlich Zeit hat, so viel Zeit hat wie möglich, ist das ja voll einfach, ne? Und sich einfach hier hinsetzt, ne? Und warum sagst du mir, ich soll hier? Okay, Runde beendet. Warum habe ich das gespielt? Alles klar. Lass mich raten, das ist das nächste Event. Naja, ich glaube, das Event sah ein bisschen so aus. Da ist auch irgendwas mit Origami-Vögeln, ne? Ah, klassisch. Ich glaube, das ist dieses eine Event hier, ne? Nein, nicht das. Nein, nicht das. Das hier, ne? Schießt die Vorausgänge,
Fremde in einer anderen Welt. Das ist wahrscheinlich wieder die gesamte Quest erstmal, ne? Weil so sieht das irgendwie aus, ne? Warte, was kriegt man hier? Origami für Match. Genau, hier kriegt man Materialien für Glühwürmchen. Deswegen tue ich auch für Glühwürmchen die ganze Zeit nicht Farben, ne? Was ist das ja eigentlich? Divergent Universe. Das ist irgendwie so ein neuer Spielmodus. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie da hier freigeschaltet wird, ne? Muss man auch wieder eine Story machen? Da kann man schon vorher freischalten. Das hier ist einfach nur Dings hier. Diese Woche gibt es irgendwie mehr Drops hier in einem der Spielmodusse. Habe ich auch gemacht. Also ja. Also ja, das müsste man einfach nur hier hingehen, ne? Ich habe doch gesehen, was das hier gerade passiert ist. Aber ich dachte nicht, wenn ich das einfach machen muss. Weil es sah nämlich aus, als hätte halt irgendwas mit dem Event hier gerade zu tun, ne? Aber ist ja gut, läuft dann auch so 30 Tage, ne? Im Gegensatz zu Genshin, wo jetzt hier schon wieder Events aufgetaucht sind, die 5 Tage gehen. 5 Tage! Boah. Regt mich so auf, ne? Hier hast du wenigstens Zeit. In Genshin ist all, dauert jedes Event irgendwie 5 Tage. In 2 Wochen schon wieder 2 Events gekommen, ey. 2 blöde Minispiele. Regt mich so auf.私が猫名刺のネックレスが好きだってどうしてわかったの？しかも紫色で、まるでパパが若い頃にママに送ったネックレスみたい。他の人に話したことなんてないのに、どうしてデルは知ってるの？あの、その、僕と付き合ってくれないかな？ Ich vergesse immer, dass Erwachsene sind. だから、うん。付き合ってあげる。よかった。 本当に願いが叶った。行こう、ドロシー。外に出て、一緒に12の時の景色を見よう。うん、行こう。Oh. Also ja, allen ist es gut gegangen. Also warum hilfst du mir nicht? Miss Jade. Was soll der Mist? Ich will auch glücklich werden. Nee, Mita. Ich liebe es, wie der Hauptcharakter einfach hier nur irgendwelche Nebenquests macht, während wir ja, genauso wird das nämlich aussehen, ja, wenn man irgendwie den Spielcharakter spielen würde, ne? Einfach irgend so ein random Zeugs hier machen. Origami no kotori. Sotto anta. Hayaku orite. Minna miteru jan. Ima wa taimingu ga warui kamo. Gomen ne. Also, das ist so faszinierend, den Hauptcharakter irgendwie zu beobachten, wie der ja die Sachen macht, die der Spieler normalerweise machen würde, ne? Einfach irgend so ein random Zeugs. Walker? Texas Ranger? ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについては、そちらにお任せします。どうやって捕まえたか。ファミリーの人たちは、この人たち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 の人
Er ist gar nicht Mitglied von der Genius Gesellschaft, so wie Hertha und Rune Maid. Er ist irgendwie eine Intelligenz Dingens, keine Ahnung, wie die auch immer heißen. Ja, dann erfüll mir auch meinen Wunsch. Das erfüllt mir auch meine Wünsche, okay? Ich habe irgendwie, da gibt es einen richtig coolen, ich weiß nicht, ob da cool ist, ne, aber ein Funfact. Ich weiß nicht, welche Synchronsprecher von Glühmännchen, also ich weiß nicht, ob die englische, japanische oder irgendwie sowas. Gibt ja Englisch, Japanisch, Koreanisch und chinesischen Dub in diesem Spiel, ne? Ich glaube, eine von den Synchronsprechern hat sogar irgendwie auch eine Krankheit irgendwie. Weil Glühwürmchen hat ja irgendwie so eine Krankheit, ne, wodurch sie ja, weil nicht so eine, ich weiß gar nicht, Terminal Illness, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ne, so eine chronische Krankheit, ne. Und ich glaube, eine der Synchronsprecherinnen von Glühwürmchen hat ebenfalls so eine chronische Krankheit. Ich weiß noch nicht welche, ob das die englische oder japanische war. Ich glaube englisch oder japanisch, ich weiß nicht welche. Aber ja, das war irgendwie faszinierend. Also so. Ich bin einfach verschwunden. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Charakter so beliebt ist, ne? Ja, war ein richtig, ich will jetzt nicht sagen Fun Fact, ne? Weil Fun ist das natürlich nicht, aber ist gut zu wissen irgendwie, weiß nicht. Hat irgendwie sowas. あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確かに叶ってた。でも、あなたが私に何を見せたいのか、いまいちわからないの。あの人たちはみんなすごく満足そうだったけど。焦らないで。これはただポーンショップ翡翠が 本物であると信じてもらうためのものだから。次は彼らが支払った代償について教えてあげる。デルは裕福な家の子息で、ずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。 自分の全財産を担保に入れる代わりに、ドロシーを感動させる贈り物を手に入れる。デルはすぐに部屋代を払えなくなって、無境から追い出されることになる。その後の貧しい生活をどう乗り越えるかは。 彼の努力次第よ。あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかったから、私は別のものを受け取ったの。彼女の親密な関係、 その全てを。ポーンショップ翡翠を出た瞬間から、宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。彼女は、もう本当の友人を作ることはできないでしょうね。幸運によって無限の富を手に入れることはできても、 それを大切な人に使うことはもう二度とできないのよ。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができずにいた。そうして絶望に暮れていた時、彼は私を見つけたの。彼が担保に入れたのは 自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され、自分が誰であったのかも完全に忘れることになるわ。面白い現象でしょ。
Sagt sie das den Leuten im Voraus? Weil sonst ist das ganz schön Betrug. Und zwar Halsabschneiderei. Wenn die trotzdem zugestimmt haben, nachdem sie halt erklärt hat, dann ist er okay, ne? Aber ansonsten ist das voll falsch. でもいつか私はその渦の中から自分の望むものをすくい上げてみせる。私が一番得意なのは待つことなの。さあ、これで自分がどんな代償を支払うべきかわかった。サムエルさん、それともこう呼んだ方がいいかしら。 グラモスの鉄器の生き残り、ARR26710。全然驚かないんだね。あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて本当に災難。そうでしょ。グラモス人は 共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために、戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は、敵たちは人とみなされていなかったから当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。 今は性格ハンターであり、ホタルであり、生きている生命体だもの。生きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、この秘密を知り治療できる人も。Also gibt's eine Heilung. Companyならどうにかできるって言いたいの。希望がないわけじゃない。 Ich habe so das Gefühl, Glühwürmchen sollte sterben ursprünglich, aber jetzt, wo sie so beliebt ist, tun vielleicht die Developer ihre Meinung noch mal ändern, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich meine, Tingyun ist auch nicht mehr zurückgekommen, ne? Also, ja, vielleicht kommt sie aber irgendwann mal wieder, ne? Man weiß es nicht. いい言い方ね。この言葉で性格反対にもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があって、その関係性も興味深い。とても密接。ステラロンヘイガーもあれデックナーム、ね。 Blade Silverwolf ist ganz offensichtlich ein Deckname, ne, weil sie halt eine Hackerin ist. Das habe ich schon vorher gewusst, ne, aber vielleicht sind Kafka und Blade auch ein Deckname. そして他の性格ハンターたちも終焉の運命を歩みながら運命とは逆の方向に進もうと躍起になっているのかしら。とても興味があるわ。機会があればあなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。 その日が来るまで辛抱強く待っているから。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ。できればカンパニーを代表するものでも戦略投資部を代表するものでもなく、私個人からのお誘いだと考えてちょうだい。 性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど、銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。でもその前に質問させて。私の正体を知ってるなら、フェンスフォルナフォルアワー。ミステラロン・イガーアレ・ラウスロックン、ね。彼女がその気になればほんの数秒で この会話をピアポイント全体に公開できる。なのにどうして捨て駒になるリスクを背負ってまで
ダイヤモンドのためにそんなことをしようとするの？それはね、結局のところ私たちは同類だからよ。でも性格ハンターや請求列車とは違って、私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。Das ist alles Foreshadowing, ne? Irgendwann werden diese Charaktere alle gezeigt. Da haben wir in der Mitte links haben wir Topaz, unten rechts haben wir Aventurien. Und das sind alles Charaktere, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwann auftauchen werden, ne? Richtig cool. Da oben links sieht aus wie Zhongli irgendwie. Also das Spiel ist ein bisschen Foreshadowing, cool. Gleich haben sie auch mit den Stellaron-Jägern gemacht. Ein Kafkas Profilbild. Kann ich ja gleich mal zeigen. Da sieht man, glaube ich, alle Mitglieder des Stellaron-Jäger. Das Diamant dann der die Person im Hintergrund mit der Knarre. Also so ungefähr, wenn die Leute alle aussehen, das ist cool. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, eine Person fehlt da. Da sind ja 10 Leute, ne? Also Diamant nehme ich mal ist nicht da. Ich habe das Gefühl, die Person oben in der Mitte kommt als nächstes vor, weil alle Leute in der Mitte sind bisher aufgetaucht hier. Das ist bestimmt die nächste Person, die vorgestellt wird, ne? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst hier. Um das zu bekommen, was wir wollen. Wir haben unsere eigene Vergangenheit und ein bestimmtes Ende. Und Diamant hat uns eingeladen, auf dieser Reise zu begleiten. Und sowohl auch als langsam jede von unseren Lehrern, die nur vorhin ausgefüllt werden. Das versprochen wir geben. Er hat uns die Macht des Emanators zur Bewahrung in 10 Teile geteilt. Was? Das sind alles Emanatoren. Emanatoren, ja. Jeder von uns ist ein Kernstein gegeben, um diese Lehre zu füllen. Der Fleisch von Sterblichkeit zu verletzen ist doch kein Ahnung. Okay. Also sie alle sind sozusagen ein Stück von was Acheron ist. Bewahrung. Okay. Da sind da die Bösewichte jetzt, die neuen. Wir haben so viele Fraktionen in dem Spiel. Ich finde das so geil. Ne? Wir haben die Stellaron-Jäger, wir haben die 10 Kernsteine, wir haben maskierten Narren. Wir haben Naturen, ja. でも残念ながらこの質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディ翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。あ、ネスラシュね。Programmierung. Ich dachte, es geht schneller als ich dachte. Ich habe nicht viel Diskussion gemacht. Es wird bald die Zeremonie der Eröffnung beginnen. Gehen wir mal ins Stadion. Auf diesem Flugzeug gibt es viele Schätze. Die Ernte ist großartig. Ich habe immer noch das Glühwürmchen. Auf jetzt ihn auch mit. So. Ja, das ist gut. Da hat man irgendwie so ein kleines Foreshadowing gehabt, so was die Dings hier alle sind, ne? Die Kernsteine, ne? Und hier bei Kafkas Bild ist nämlich auch sehr viel Foreshadowing gewesen, ne? Hier nämlich. Da sieht man nämlich die ganzen Mitglieder der Stellaron-Liga, ne? Und hier haben wir Blade. Das ist sozusagen hier. Das ist, der Kollege hier, ne? Und Silberwolf, also hier Best Girl, ne?
haben wir hier auch, ne? Das, sie hier, die beiden hat man, das sind ja die ersten beiden Charaktere, die man im Spiel sieht, ne, im Prolog. Das hier soll angeblich ein Glühwürmchen sein in dieser einen Cutscene, als sie diesen Anzug getragen hat, ne? Man hat ja gesehen, wie sie und Blade hier in diesem Auto gefahren sind. Sie hat diesen Anzug angehabt, ne? Und das soll angeblich Glühwürmchen sein. Dann sieht man hier noch jemanden, das sehen aus wie, weiß nicht, weibliche Beine. Also da ist noch eine Frau und hier sind auch noch zwei. Also nehmen wir mal an, das sind alles die Mitglieder der Stellaron Jäger, ne? Dann haben die Mitglieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich glaube, die Katze ist vielleicht irgendwie Elio. Nur als, kann sich irgendwie als Katze verwandeln, irgendwie so. Die werden jetzt nicht umsonst irgendwie eine Katze da reingepackt haben, ohne irgendwie, dass das irgendwie einen Grund hat, ne? Also ich nehme an, das ist vielleicht auch irgendwie ein Mitglied von den Stellaron Jägern, die sich als, oder der sich als Katze verwandelt hat, ne? So. Hier, viele Sachen haben hier irgendwie so ein bisschen Foreshadowing, ne? Ja, Welts Profilbild hat auch irgendwie voll viel Foreshadowing. Wo ist er? Da ist er, warum ist er ganz oben? Hier, sein Ding hat auch irgendwie viel Foreshadowing, ne? Da sieht man hier, hier sieht man jemanden, das sind auch, nehme ich mal, alles wichtige Charaktere, die irgendwann noch mal vorkommen werden, ne? Hier, ihn hat man schon getroffen, da ist auch ein spielbarer Charakter, aber von denen hat man noch viel weniger irgendwie bisher erfahren, ne? Dann gibt es hier die, dann gibt es hier natürlich noch die Genius Gesellschaft, was hier Rune May und Hertha sind, ne? Bei den beiden sind, glaube ich, keine Sachen irgendwie, ne? Rune May, Hertha, bei Hertha sieht man, glaube ich, nur ihre Puppen, ne? Weil Hertha ist ja nicht, sie hat man ja auch noch nicht ganz gesehen. Man hat ja nur irgendwie ihre Puppenform bisher gesehen, ne? Und ich nehme an, die echte Version von Hertha wird man irgendwann sehen. Und die wird dann ein 5-Sterne-Charakter, ne? So wie hier mit Danhang, ne? Den gibt es ja auch hier einmal die Version, ne? Das ist eine normale Version, ne? Und dann später gab es hier irgendwann die diese Version, ne? Ach, kann man gar nicht aufrufen, ne? Das ist sozusagen seine Version, die er bekommen hat später. In einem der Planeten, auf einem der Planeten. Da ist der Typ, der hier in Weltbild war, im Hintergrund, ne? Und ja, finde ich aber gut. Ich finde gut, wenn irgendwie in eine Geschichte irgendwie viele Fraktionen hat. Ich bin immer voll so pro Fraktion, ne? Je mehr Fraktionen, desto mehr kann man, oder ist irgendwas, desto mehr irgendwie, ich finde das immer so interessant. Deswegen gefällt mir One Piece auch immer. Deswegen hat mir One Piece auch früher immer so gerne gefallen, weil immer, je weiter die Story irgendwie ging, desto mehr Mitglieder von dieser Fraktion und dieser Fraktion hast du getroffen, ne? So, am Anfang hieß es ja, oh, es gibt die sieben Samurai, ne? Blablabla, die Shichibukai, ne? Und dann irgendwann triffst du die natürlich auch alle, ne? Irgendwie, du hast natürlich gewusst, so, ah, Mihawk ist einer von denen, ne? Hast nur den getroffen, ne? Dann kommen immer mehr von denen werden vorgestellt, ne? Dann kommen die Yonkos hier, die vier Imperatoren, ne? Die Four Emperors. Ich finde immer so geil, wenn man irgendwie so eine vorgegebene Fraktion hat und die werden alle nacheinander irgendwie so enthüllt. Ich finde das immer so richtig geil. Deswegen hat mir ja Katsuki in Naruto auch so gut gefallen, ne? Immer mehr hast du irgendwie herausgefunden, so, oh, da ist ein neues Mitglied, oh, wer ist diese Person. Du hast ja immer nur die Umrandungen von denen gesehen, ne? Und dann irgendwann triffst du die Leute und denkst dir so, oh geil, jetzt sieht man endlich mal, wer das ist und so, ne? Hier sind Botel und Aventurien, sehe ich gerade. Erfundener Reisebericht. So, was geht? So ungefähr läuft das hier jetzt gerade ab, so. Von diesen Galaxie Rangern wird man bestimmt auch noch eine Menge irgendwann finden, ne? Kann man ja auch bisher nur Botel, ne? Da kann man sich irgendwann so Teams zusammenstellen aus allen möglichen Fraktionen. Deswegen haben die Leute in Genshin Impact sich auch immer gefreut, nachdem endlich mal vier Archons vorkamen, ne? Damit man sich endlich ein Team aus Archons machen konnte, ne? Aus allen Göttern des Spiels. Ich finde sowas immer geil. Was tuschelt ihr da? Ich bin
Also sind wir beide jetzt cool oder was versuchen wir uns umzubringen? Ja, ne, hat er ihn nicht letztens erst bedroht? Ja, Robin will uns ein Geschenk geben, ne? Geschenk geben. Viel Spaß auf dem Fest. Ich sollte dir eigentlich fragen, über was die sich unterhalten haben, aber mein Gott. So, Butel. Ich habe jetzt nur Dialoge gehabt, von daher. Bis jetzt ist irgendwie nichts anderes außer Dialoge passiert, von daher. Weiß ich nicht. Gib mir das. Okay, ich sehe gerade, ich muss nur ein. Ich habe einen von fünf Leuten hier geredet. Was ja noch alles. Ey, Dr. Ratio. Dr. Wahrheit, ja. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, den so zu nennen. Der ist Dr. Ratio. War ja ganz am Anfang. Ach, Aventurin. Gibst du mir mit deiner? Gibst du mir ein Autogramm, das Autogramm, ich muss ihn auch mal irgendwann trainieren. Ich werde mit ihm irgendwann rumlaufen, um hochzuleveln, ja. Mit Archon. Ich bin auch mal hier hochgelevelt ist. Irgendwie schlägt mein Mikrofon irgendwie voll komisch gerade aus. Deswegen tue ich mal kurz die Aufnahme beenden und gucken, was da los ist. Irgendwie stimmt das hier nicht. Weil ich tue irgendwie am Reden und dann irgendwie voll spät. Sehe ich irgendwie so einen Ausschlag in meinem Mikrofon und ich, irgendwie gefällt mir das nicht. Deswegen gucke ich mal, was damit los ist, ne? Also eine Sekunde. Na okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur kurz mal drüber geflogen, aber scheint jetzt nichts falsch. Also ich habe jedenfalls nichts auf die Schnelle gefunden. Also ja, scheint alles normal zu sein. Ist aber irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Boom. Viel Spaß auf dem Fest. Also keine Ahnung, der Ausschlag von meinem Mikrofon hier an meinen Screen hier ist irgendwie so komisch, bewegt sich so komisch. Aber ich hoffe, das ist irgendwie einmal in meinem Part. Ich weiß nicht, ob da Final Fantasy oder Onkel Starway war. Da war irgendwie auch so Frequenzgeräusche irgendwie in meiner Stimme. Ich weiß nicht wieso. Ich tue jetzt eigentlich nichts an meinem, ich tue eigentlich nur an und aus machen und die ganze Zeit hoch und runter bewegen. Ja, an meine Halterung. Also ich mache jetzt eigentlich nichts damit, ich tue nichts daran verändern oder so. Top Ass. Jo, was geht? Und Conti, nehme ich an. So gerade gefurzt. Ich will einen Job wechseln. Einfach total müde. Alles in bester Ordnung. Design ist so gut, ne? Ich liebe diese weiß-roten Haare. Hier erinnere mich irgendwie an Pascal aus Tales of Graces F. Welche übrigens Best Girl war in Tales of Graces, ne? Ganz nebenbei. Bist du eine Amazianerin, so wie Pascal? kannst du dich auch verwandeln? Was? Ich möchte dich etwas fragen. Was? Ich habe noch eine andere gefragt. Ja, ne? Warum hast du nicht so eine coole Verwandlung? Da hatte ich schon wieder keinen Ausschlag. Ja, irgendwas stimmt hier nicht am Mikrofon. Ich will ja nur 20 Minuten hier haben.
相手の欲望を操ったりする人もいるから気をつけた方がいいよ。そう考えると、Gedanken lesen. ベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら私たち友達になれてなかったかもしれないからね。Ah, Anspielung. Anspielung an früheren Story-Ereignissen. この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら。So schon gesagt.Ja, ne, was, wenn ihre Verwandlung irgendwie dafür sorgt, dass hier Conti sich irgendwie voll so ein Killer-Warzenschwein verwandelt? Da wäre doch super, ne? Sucht die Inspiration oder so einen Arm, genau wie du gerade. So, ich nehme an, hier ist Jade, ne? So. Lore, VIP-Reiseführer.Irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Aber wenn ich hier manchmal X drücke und so. Wenn ich findest du keine goldene Mühle. Seltsam. Woher wissen die, was du. Guck euch mal diesen Dialog an. Diese Schubfächer könnten ein Test sein. Du lässt dir. Boah, Leute. Guck euch mal diesen Dialog an. Das ist so genial, ne? Naja. Lass mich das mal lesen. Du hältst den Atem an und versuchst telekinetisch alle Schublöcher auf einmal zu öffnen. Doch sie bleiben geschlossen. Die Schubfächer, die du nicht öffnen lassen, können ein Test sein. Du lässt deine Baseballschläger fallen und reibst deine Handflächen, um ernsthaft zu versuchen. Aber wenn das nicht so schnell weggehen würde, ne? Ja, der ganze Dialog in diesem Spiel ist so. Ist so meme-mäßig irgendwie. Ich finde das klasse. So, ey. Konnichiwa, Genki na Oni-san. Yokoso, Pawnshop Hisuie. Anata no Onamae wa?Ich heiße siebter. Ich heiße Sonntag. Ich heiße 7. März. Mondai nai wa? So yobasete morau wa ne? Dewa, Mitsuki Nanoka-san. Anata no negai o kikasete kureru? Sore o kanaeru tame ni nani o sashidaseru no ka mo ne? Bring Nanook dazu, sich vor mir zu verbeugen. Dann ist Nanook nicht hier der Ehren der Zerstörung. Ich will als CEO der IFK werden. Wecke Aquili wieder zum Leben. Ich will als CEO der IFK werden. Hey, Bonajad verzieht keine Miene. Vermutlich hat sie keinen Sinn für Humor.次は大会についての話をしましょう。Du kannst meinen Baseballschläger haben. Nee, im Leben, ist das schon das Endspiel? そう、緊張しないで。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それは、ある動物の尻尾。Schau mal kurz, Baylo. Das krieg ich hin. それは二足歩行をする生物で、毛は黒く。Einen runden Kopf und lange Ohren. Pompom? Pompom, unser Zugführer? Eine Sekunde. Hey, Bruna Jada hat anscheinend doch Sinn für Humor. Zugegeben, ein Sachen schwarz vom Moist, die dir weit überlegen. Hoffentlich liegt der Express irgendwo eine Schere rum. Ja, jetzt hat sie gerade Nanashibito. Warte mal. Pom Pom. Pom Pom, komm mal her. Wenn ich das ansprechen, wäre richtig cool. Hey, wie geht's, na? Brauchst du deinen Schweif? Jetzt haben wir neue Sam-Musik. Ah, schade. Ich wünschte, irgendwann könnte man hier platzieren, wie man will, in dem Dingens hier, in dem Express. Hier kommen hier mal zufällig Leute rein. Im Moment ist gerade Runmei und hier Ho-Ho, ne? Ich wünschte, man hätte auch so eine Teekanne wie ein Genshin.
man dekorieren kann. Okay, gehen wir wieder rein. Mada Hayashi, doko ka ikou ka. So. Wo gehen wir denn jetzt noch hin? Ups. Weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich glaube, hier bin ich falsch. Piep, 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 piep. Klingt wie Vogel zu scheiße. Das ist ein Vogel, der versucht, meine Aufmerksamkeit zu bringen. Aber wir sind ja keine oder so. Ja, mit dem Teleskop, okay. Er geht so schnell weg, Mann. Ich kann das nicht lesen. Das Teleskop hier drüben kommt ja ein bisschen überflüssig vor. Gibt es einen Grund, in den Himmel zu starren, wenn man von ihm umgeben ist? Du verstehst es nicht. Deshalb entscheidest du dich, das Teleskop zu verwenden. Die Szenerie, die du durch das Teleskop siehst, ist weitläufig. Und zwar so weitläufig, dass sie einige Wahnvorstellungen in dir hervorruft. Wenn du zu lange durch diese Wolken fliegst, wärst du irgendwann irgendwie körperlich umwölkt. Was nicht unbedingt etwas Gutes ist. Nachdem du sie zu lange angeschaut hast, wird dir etwas schwindelig. Wie wär's mit einem anderen Blickwinkel? Oder sollst du ganz aufhören, durchzuschauen? Du entscheidest dich, nach links zu schauen. Du fummelst ein wenig am Teleskop herum. Wenn, dann ist die Linse auf ein Objekt gerichtet und zoomt automatisch heran. Aus diesem Blickwinkel sieht es sogar so klein aus. Sogar die Gebäude in den 12 Stunden von Pinakuni sehen wie kleine Schachfiguren aus. Diese Aussicht berauscht aus irgendeinem Grund die Sinne, nach rechts schauen. Jetzt warte ich und zwar so leidlich, bla bla bla, nach denen schon wieder gleich. Nach rechts zu schauen. Nach stetigen Heraus- und Nein, so mache ich das Teleskop in serie maximale Brennweite. Du knallst die Augen zu und schaust dir das Leitwerk des Schiffs an. Das ist wirklich ein Augenöffner, sogar hoch oben im Himmel. Nur schade, dass es einfarbig ist. Du könntest du jetzt was drauf malen? Vielleicht weiß ein Besatzungsmitglied wer darüber. Cool pfeifen. Cool pfeifen. Weiter pfeifen. Du hörst das Schlagen von Flügeln. Hast du nach mir gerufen? Kennst du mich etwa? Sei vorsichtig beim Fliegen. Ich mache eine Pause, wenn ich der Chef bin. Danke, dass du mich nicht, dass du dich um mich sorgst, Piep. Na dann, wenn es sonst nicht ist, gehe ich mal wieder. Piep, piep, piep. Du musst mich weiter mit mir reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sollte wieder zurück. Bis dann, Piep. Trivertierter Vogel. So, die unsichtbare Stadt. So, verwende das Teleskop auf der Feldspar Lumina. Okay. Cool. Na ja, mal runter. Was? Einsammeln. Ad Acta erlegt einen Wurf. Acta est fabula. So, irgendwie. Ich will. So, endlich. Ach, jetzt muss ich ja die ganzen Dinger hier aktivieren, ne? So. Agenti, genau. Mir noch eingefallen, bevor ich ihn angesprochen habe. Küsst mich als Begrüßung. Ja, die Ritter der Schönheit gibt es ja auch noch. Von dem wissen wir auch noch nichts. Man kann nicht einen neuen Pfad freischalten. Das ist eine, das ist eine gute Frage, ne? Gibt es irgendwann mal Charaktere mit neuen Pfaden? Es gibt noch viele Aeons und viele Pfade, ne? Es gibt noch Propagation, ne? Und Gerechtigkeit gibt es da jetzt auch, ne? Ja, für Charaktere. Das sind ja so Klassen für die Charaktere, ne? Was für Klassen gibt es denn noch? Ja, ist ja alles vertreten, ne? Du hast Charaktere für einen Gegner, die auf einen Gegner konzentrieren, auf mehrere Gegner. Du hast Charaktere. Du hast Charaktere, die sich irgendwie aufs Heilen, aufs Buffen und so was alles. Ich glaube nicht, dass die noch neue Pfade hier hinzufügen. Weil irgendwie, was fehlt denn hier noch? Ne? Du hast Buffer, du hast Verteidiger, du hast Heiler. Leute, die auf einen Gegner losgehen, Leute, die auf mehrere Gegner losgehen. Ne? Das sind Leute, die Schaden auf Zeit machen. Was sollte es denn sonst noch geben? Ne? Eine gute Frage. Ja. Oh, das Harmoniefest geht jetzt wortwörtlich gleich los. Also, was warte, ich hab's gesehen. Ja, oh. Müssen wir jetzt echt hier auf das Dings warten, auf das Harmoniefest?
Okay. セレモニーはまだ始まらないし、少し休憩するか。また会ったね。この声は。うん。この前も見かけたけど、hey. やっぱり人違いじゃなかったんだ。Du hast mich beobachtet? ただ声をかける時間がなかったの。調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし、少し話さない。Speziell durch die Gegend und plaust mit Glöbchen und hält plötzlich inne. 二つの殺人事件、カンパニーの死者との対決、七死人の道の伝承。Warum soll ich sagen, ich kenne sie nicht? Das ist doch voll gemein. 作ろうとする秩序の残党。最後には美しい夢さえも打ち砕いた。波乱万丈の休暇だったんじゃない。よかったね。難しい問題を解決できて。でも、調和セレモニーが始まったら、schließ dich uns an。旅に出るんでしょ。Ich habe keine Ahnung, wo es das nicht hin verschlägt. 進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。Erst mit dem Wüstenplaneten. Wir hatten eine Weltraumstation, wir hatten eine Welt, die auf einem riesigen Luftschiff stattgefunden hat. Wir haben einen Eisplanet gehabt. Jetzt haben wir einen Traumplanet. Was kommt noch jetzt als? Ein Magma-Planet. Oder Erde. Angeblich soll ja Welt von vom Planet Erde kommen, ne? Das irgendwie niemand hier kennt, ne? Also der scheint anscheinend von der Erde zu kommen. Was cool ist, habe ich letztens erst rausgefunden. Ich glaube wortwörtlich ein paar Stunden, bevor ich heute aufgenommen habe. Nicht weiterleben möglich. Das gilt auch für die Reise nach Pinakuni. Diesmal soll nicht bekommen, was du wolltest. Deshalb hat so den Uhrmacher so genau unter die Lupe genommen. Oh Mann. Company の戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産。Ich habe dieses Schiff funktioniert. それで彼女の名義の資産を持ちかけられたんだけど。Aber wenn man darüber nachdenkt, wie viele Charaktere noch irgendwann hinzugefügt werden können, ja, glaube ich nicht, dass Außerdem will sich ja nicht jeder hier mit Glühwürmchen chippen, ne? Weil der Hauptcharakter ist ja eine Repräsentation des Spielers, ne? Aber wäre trotzdem schön, ne? Wenn es so ein Canon-Chip geben würde. Wege bloß nicht ein, diese Schurken von der IFK ist nicht zu trauen. Ja, gut. でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。だってこれは私個人と運命との問題だから。あ、そういえばずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。そのアイリス家の役者の件で、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから。ごめんなさい。ist schon gut。本当、そっか。カフカの言ってたことは本当だったんだ。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分の心の声を表現できるか試してみたいとも思ってて。あの娘だ、かかれ。調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。あーまん、こんなとこまで追ってくるなんて。お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、
Naja, musstet ihr halt unbedingt ruinieren, Leute. Fliegt jetzt einfach weg als Sam. Hotaru, buji da to ii kedo. Ma, ano Hound 2人 ga aite nara daijoubu ka. Hotaru no koto wa ato de message o okutte kakunin suru to shite. Ja, ne, jeden spielbaren Charakter, den man hat, tut einen hier irgendwie so Nachrichten senden. Glühwürmchen hat mir noch nichts gesendet. Welt und Runmei haben mir schon was gesendet. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Welt tut die ganze Zeit irgendwie hier so Memes irgendwie reinpacken, habe ich so gefühlt. Will irgendwie eine eigene Geschichte oder so schreiben. Genau, und der soll irgendwie den sein. Der will irgendwie das hier als sein. Der hat irgendwie als erstes mal gefragt, so, ja, ich will mein Profilbild ändern. Ich will das hier als mein Profilbild. Und Runmei hat irgendwie, ja, weiß ich nicht. Er hat irgendwie so Emotes probiert, glaube ich. Weil sie gedacht hat, irgendwie, jetzt sind irgendwie lebende Wesen. Die will irgendwie herausfinden, wie die funktionieren. Und sie halt eine Biowissenschaftlerin ist, ne? Glaube ich. 1000 Glocken der Dämmerung. Suche einen Sitzplatz und warte auf den Beginn des Harmoniefests. Oh Mann. Das ist schon so ein bisschen verdächtig hier, ne? Habe ich alle Schatztruhen? Nö. Kann man hier schon alles erkunden? Kann ich dieses eine Ding hier mal betreten? Wo der Puzzle hinter versteckt ist? Nö. Nö. Ja, aber das klingt schon irgendwie so, als wird jetzt irgendwie was Großes kommen. Ne? Deswegen mache ich mal hier, glaube ich, Feierabend für heute. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr, ich habe bei 37 Minuten, glaube ich, einen Schnitt gemacht. Ne? Haben wir das eigentlich genug? So, ich wollte ja noch, bevor ich den Part beende, außerdem noch einmal was machen. Und zwar haben wir Fotopass, ne? Boom. Was geht, ne? Weil ich habe wieder ein paar Dinger hier angesammelt. Ich habe ja hier meine Charaktere hochgelevelt, ne? Und die haben ja alle 20 Level, haben die ja hier wieder Dinger bekommen, ne? Hier so Tickets, so Standard-Tickets. Und ich habe wieder 10 zusammengespart, ne? Boom. Hier haben wir ja alles, was wir haben wollen, ne? Kann ich sowieso nicht, wenn ich wollte, ne? Da brauche ich immer noch ein Ticket, ne? Boom. Ich hasse, dass ich das jedes Mal mache. Aber ich habe 10 hier von diesen Tickets, ne? Also gehen wir die mal aus, ne? Guck mal, was wir hier bekommen. Wir dürfen eigentlich nichts bekommen, weil letztes Mal haben wir Gephardt, glaube ich, bekommen, ne? Wir haben 5-Sterne-Klamotte bekommen. Das heißt, wir sind wieder bei 0. Deswegen werden wir wahrscheinlich nichts Besonderes kriegen, aber guck mal, was wir trotzdem bekommen. Ne, eine 4-Sterne-Klamotte kriegen wir auf jeden Fall. Deswegen gucken wir mal. Gib mir dein Schweif-Pompom. So, mal gucken, was wir kriegen. Irgendein Charakter, den ich benutze, wenn es geht. 3, 4, 5. Und den ich nicht schon maximiert habe. So, nein, das brauche ich nicht. Oh. No. No. Oh, sehr traurige Gacha. Das ist leider nichts, was ich haben wollte, und dieses Ding benutze ich auch nicht. So, ist schon Stufe 5. War ist ja richtig traurige Gacha gewesen. War egal, schade, was soll's. Haben wir wieder ein paar Punkte hier eingesammelt, die wir eintauschen können, ne? Für was anderes. Obwohl, weiß ich gar nicht. Ja, doch, für Dings bekommt man auch, ne? Habe ich hier genug? Ja, ne? Hier hab ich mehr als genug. Ne, ich habe ja so viele Dinger hier verballert, ne? Ich brauche 900 für nächsten Monat. Ich könnte auch hier Erfahrungspunkte noch holen. Ne, kann ich nicht. Habe ich schon geholt. Ich rechne mal aus, wie viel ich jeden Monat brauche. Aber im Moment brauchen wir nichts, ne? So, hier müssen wir wieder sparen. Aber nächste. Ich brauche einen Monat lang hier nicht mehr Gacha spielen, weil die beiden haben wir schon, ne? Nächster Charakter ist, glaube ich, Jade, und ja, für die werde ich nicht pullen, deswegen
Ist halt eigentlich in Ordnung gerade, ne? Wir können ein bisschen sparen, ne? Haben wir wieder 3000, das heißt, wir haben erstmal 210er Puls. Ah, mal schauen. Gut. Für mich war es halt für heute, ne? Treffe ich die Tür von hier aus. Also geht beim nächsten Mal schon echt das Harmoniefest hier weiter, ne? So, ich drück unten links. Nicht Dings. Ich komme irgendwie nie dazu, hier diese Quest zu machen, ja? Sparkles Dings Quest, ne? Weil ich immer so lange brauche, um die Quests hier zu machen. So, hier kann ich immer noch nicht. Fremder in einer anderen Welt, in einer fremden Welt. Aber das wird schon, ne? Vielleicht tue ich mich ja irgendwann mal hinsetzen und die nur extra machen. Und ja, gut. Ja, für heute war es das erstmal, ne? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.